herzlich willkommen zurück. Heute im Jeep Wrangler Rubicon. Der Rubicon ist quasi die geländetauglichste Version des aktuellen Jeep Wrangler, der jetzt in der vierten Generation seit 2018 gebaut wird. Tja, und wieder einmal ein herzliches Dankeschön an das Team von Outhouse Harlemmert. Durch einen eigentlich unglücklichen Zufall ist mein Wagen jetzt für ein paar Tage dort, weil er keinen Parkrempler bekommen hat. Und ich habe als Austauschwagen diesen wunderschönen Offroader bekommen. Schön auch nochmal hier, es ist ein echter Geländewagen, nicht nur die grobstolligen Reifen und das erhöhte Fahrwerk weisen darauf hin, auch das Untersetzergetriebe. Das Untersetzergetriebe muss man sich vorstellen wie diejenigen von euch, die früher mal Trecker gefahren sind. Es gibt einen Hasengang und dann halt vier Gänge Hase für die Straße und es gibt einen Acker- oder einen Schildkrötengang. Auch wieder vier Gänge, aber man legt noch einen zweiten Hebel um und hat dann diese vier Gänge besonders kurz übersetzt. So, das haben wir hier auch. Wir haben hier eine ZF8-Gang-Automatik verbaut. Wenn ich beim Untersetzergetriebe auf 4L stelle, L für Low, dann habe ich diese acht Gänge in besonders kurzer Übersetzung. Ne? Muss man sich quasi vorstellen, wie zweites kleines Getriebe, das die anderen acht Gänge noch einmal deutlich kürzer übersetzt. Das sorgt dafür, dass ich in besonders unebenem Terrain oder in besonders schlammigem Terrain oder da, wo ich einfach besonders vorsichtig fahren muss, bergauf, bergunter, was auch immer, ich sehr, sehr kurze Gänge habe, ich sehr fein dosieren kann das Gas und sehr langsam fahren kann. Ja, und ich kann ganz ehrlich sagen, ich bin tatsächlich seit gestern Offroad-Fan. Sehr geniales Fahrwerk, Offroad-tauglich, sehr viel Bodenfreiheit, große BF Goodrich Matt-Terrain-Reifen, grobstollig, klingen auf der Straße, als würde man einen Monster-Truck fahren, aber hier im Gelände machen die absolut Sinn. Ich kann hier ganz entspannt fahren, natürlich nicht nur über Stoppelfelder oder Äcker, sondern auch durch den Wald, das machen wir gleich auch nochmal. Sehr trocken im Augenblick, das heißt Matt, also Matsche, Pfützen, Wasser haben wir im Augenblick gar nicht, aber ich glaube diesem Wagen sofort, dass er das auch könnte. Die Lenkübersetzung hier ist auch anders als in den Fahrzeugen, die ich sonst fahre. Das heißt, ich kann hier wirklich viel drehen, bis ich dann mal eine komplette Runde habe. Einmal von links, jetzt gehe ich rum, 1, 2, 3. Ja, das sind über 3 Runden tatsächlich bis zum von Anschlag zu Anschlag. Auch das befähigt mich natürlich dazu, wenn ich im Gelände unterwegs bin, dass ich relativ fein justieren kann, wie der Wagen lenken soll. Ui, hier wackelt es aber ganz schön. Der Jeep Wrangler wird seit 1987 von Jeep, einem US-amerikanischen Autohersteller, gebaut, der seit 2014 zur FCA Group, also zur Fiat Chrysler Automobiles, gehört. Sein direkter Vorgänger war der Jeep CJ, der in seiner ersten Generation CJ1 den im Zweiten Weltkrieg gebauten Willys sehr ähnlich sah und sich bis zur Generation CJ10, die bis 1986 gebaut wurde, optisch immer mehr zu seinem Nachfolger, dem Wrangler, entwickelt hat. In seiner vierten Generation wurde der Wrangler von der FCA US entwickelt und stellt als Rubicon eine Offroad-Version dar, die jedem Gelände abseits der Straße gewachsen sein soll. Dafür sorgen neben dem Untersetzergetriebe spezielle Offroad-Reifen, eine manuell zuschaltbare Differentialsperre an jeder Achse, dem Allradsystem RockTrack und eine erhöhte Bodenfreiheit. Der Unterboden ist durch einen Unterfahrschutz aus Stahl geschützt und die verstärkten Achsrohre halten auch erhöhten Belastungen mühelos stand. Der funktionale und zugleich komfortable Innenraum mit Ledersitzen ist sehr übersichtlich gestaltet und die für Geländeeinsätze notwendigen Schalter sind vergrößert und leicht erreichbar. Der Dieselmotor stammt aus dem FCA-Konzern und leistet 200 PS und 450 Newtonmeter. Unterhaltungs- und komforttechnisch bietet der Wrangler der aktuellen Generation natürlich die mittlerweile üblichen Funktionen und Apps wie Bluetooth-Connectivity, digitalen Radioempfang, ein Navigationssystem, Einparkhilfe, Rückfahrkamera, Abstandstempomat, Forward Collision Warning oder ein Soundsystem. Der Rubicon ist ab ca. 56.000 Euro erhältlich und mit ein paar Extras rund 60.000 Euro teuer. Dafür bekommt man einen individuellen und kompromisslos geländetauglichen Jeep mit kraftvollem Turbodiesel, hoher Alltagstauglichkeit und Variabilität und einem extrem coolen Auftritt.
Dieser Wagen unterscheidet sich ganz, ganz deutlich von den vielen SUV, die im Augenblick unterwegs sind. Da hat man dann große, aufgepumpte Reifen, die aber Straßenprofile haben. Man hat einen Wagen, der ganz hoch aufgebaut ist, aber nur wenige Zentimeter, wenn überhaupt, mehr Bodenfreiheit hat als eine normale Limousine. Diese Wagen haben nicht mehr Kofferraumvolumen. Diese Wagen sind unökonomischer. Nicht, dass mich das groß interessiert, ob ein Wagen ökonomisch ist. Diese Wagen können eigentlich nicht wirklich die Dinge besser als ihre Limousine, auf deren Basis sie dann auch häufig aufgebaut sind. Bei denen hier ist das was ganz anderes. Den Jeep Wrangler gibt es auch nur als Wrangler und das ist nicht irgendwie eine aufgebaute Version von einem Straßenwagen, von einer Limousine. Und dieser Wagen kann halt richtig Gelände, auch in den anderen Versionen Sport oder auch Sahara, in denen er verfügbar ist. Was an diesem Wagen sehr gut ist und was auch tatsächlich dafür spricht, dass es ein echter Geländewagen ist und keins von diesen SUV, die mit breiten Reifen und wenig Bodenfreiheit in der Stadt rumfahren, das ist das Untersetzergetriebe. Ah, das ist schon echt cool. So, jetzt habe ich hier nämlich einen ziemlich steilen Track, den ich hochfahren kann. Ich bin jetzt zum Beispiel im ersten Gang und ich komme kaum vorwärts, weil das halt der kleine sechste Gang ist. So, jetzt kommen hier auch richtig Baumwurzeln. Der schaltet natürlich nach wie vor selbstständig, hat aber halt sehr langsame Gänge. Und richtig, richtig toll, mit den großen, grobstolligen Reifen kann ich hier überall durchfahren, ohne Angst haben zu müssen, dass mir ein Reifen kaputt geht oder auch, dass ich stecken bleibe. Yo, das ist hier aber richtig steil, alles klar. Ich habe hier auch eine Anzeige für Neigen und Wanken. Ist das richtig gesagt? Warte, ich guck mal eben gerade nach. Genau, das ist hier jetzt gerade Nicken und Wanken. Ich habe jetzt gerade 7% Steigung, das ist noch gar nicht so viel. Muss aber aufpassen, ist ja nicht mein Auto. Und fahre hier jetzt mit dem Untersetzergetriebe ganz gemütlich die Steigung hoch. Und das geht auch ganz wunderbar. Ich kann hier auch auf manuell schalten, schalte mal einen Gang hoch. Ich bin jetzt im dritten Gang und fahre 10 km/h. Also ist halt echt eine komplett andere Übersetzung. Ja, was gefällt mir an diesem Wagen? Mir gefällt erstens, dass dieser Wagen sich absetzt von den vielen SUV, die im Augenblick unterwegs sind. Das ist tatsächlich was ganz anderes. Die SUV, die wirken wie Geländewagen, können aber meistens nur wenig bis gar kein Gelände, je nachdem, was die für Reifen haben und welches Gelände das dann ist. Ich finde, dieser Wagen ist ernsthaft, der ist seriös, der verspricht eine Sache, die er halten kann. Dieser Wagen kann richtig Gelände fahren, das finde ich einfach sehr sympathisch. Das ist nicht so ein Poser ist das. Ich mag diese dicken Straßenreifen unter diesen großen, klobigen SUV überhaupt nicht. Und wenn man damit immer auf eine nasse Wiese fährt oder sowas, dann kommen die keine Steigung und nichts hoch, weil die halt einfach kein vernünftiges Getriebe dafür haben, keine vernünftigen Reifen und so weiter. Also diese Autos, die können eigentlich nichts besser als eine normale Limousine, außer dass man halt höher drin sitzt. Höher sitzt man hier auch. Ich habe hier eine sehr schön erhöhte Sitzposition, das gefällt mir gut. Ich finde diese kantige Haube schön. Insgesamt finde ich die Formsprache von diesem Wagen sehr schön. Der Wagen ist rundum eckig, sieht sehr funktional aus und hat ein zeitloses Design. Erinnert aus manchen Winkeln tatsächlich auch an die G-Klasse von Mercedes, die auch mittlerweile seit, das sind auch bestimmt schon knapp 45, 50 Jahre jetzt auf dem Markt ist. Na, und das ist eine andere Form, zeitlos, klassisch, passt irgendwie zu jedem Anlass. Und dadurch, dass dieser Wagen so ehrlich und so authentisch ist, ist der halt nochmal sympathischer für mich. Es ist halt schön, ich fahre hier gerade so halb durchs Unterholz. Ich habe das Gefühl, ich kann mit dem Wagen wirklich überall hinkommen. Ich kann mit dem Wagen überall durch. Ich muss mir keine Sorgen machen um irgendwelche Felgenkratzer, um irgendwelche Bordsteine oder sonst was. Hier ist nochmal eine dicke Bodenwelle. Der Wagen hat sehr viel Platz innen. Gestern mit Frau und Kindern unterwegs gewesen. Also die haben auch eine ganze Menge mehr Platz tatsächlich als in unserer Julia. Großer Kofferraum. Ich kann, wenn ich die Rücksitze umklappe, nochmal deutlich mehr Platz kriegen im Kofferraum. Ich kann wirklich viel transportieren. Und wenn ich eine Anhängerkupplung habe, was dieses Modell hier jetzt gerade nicht hat, kann ich bis zu 3,5 Tonnen ziehen. Halt auch so viel Kraft aus. Das ist dieser Motor, der klingt kräftig. Das ist schon echt geil, damit zu fahren, muss man schon sagen. Ey, ich habe das Gefühl, ich kann überall hin. Ich fahre hier gerade relativ steil bergauf. 8% Steigung, klingt wenig, fühlt sich aber mehr an. Auf einem Stoppelfeld und ist herrlich. Du hast das Gefühl, du kannst überall hin. Ja, was kann ich sagen?
vielen Dank für diese tolle Erfahrung. Wieder mal eine neue Erfahrung. Großartiger Wagen. Dankeschön an das Team, mir diesen Wagen zu überlassen. Und ich bin begeistert. Wenn ich doch nur mehr Geld hätte, dann hätte ich mit Sicherheit auch so einen Wagen. Nicht, dass man den im Alltag bräuchte tatsächlich, weil ich bin weder Landwirt noch Förster noch sonst jemand, der groß im Offroad-Bereich unterwegs ist. Aber ich meine, so einen Wagen zu haben, damit mal in irgendeinem Offroad-Park zu fahren oder einfach mal ein paar Feldwege zu fahren, ist schon wirklich schön. Und das Tolle, wo im Moment jedenfalls noch am Fahrzeugmarkt ist, es gibt nicht nur Fahrzeuge, die streng zweckgebunden sind, sondern es gibt auch Fahrzeuge, die einfach nur Spaß machen und nicht unbedingt in jeder Situation Sinn machen müssen. Dieser hier gehört dazu, der ist im Offroad-Bereich ganz toll, im Straßenbereich, Langstrecke und so würde ich den jetzt nicht unbedingt als erste Wahl kaufen, den Wagen, aber so einen Wagen in der Garage zu haben und im Offroad-Bereich unterwegs zu sein, ist ein Riesenspaß. Ich finde es ganz, ganz toll. Tolle Erfahrung. Vielen Dank.